Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Todgörs TV. Ich war die letzte Woche ein bisschen krank, deswegen heute auch eher mal ein bisschen Tee anstatt was Alkoholisches. Ich versuche mich auch noch ein bisschen zu erholen, aber hilft ja alles nichts. Ich versuche euch mal den Donnerstag ein bisschen zu verschönern, beziehungsweise jeden anderen Tag, wann ihr euch das hier anguckt. Und ich habe mir überlegt, nachdem ich jetzt die letzten Male über ja, 2019, über die 2010er geredet habe, also sehr viel Rückschau gehalten habe, habe ich jetzt gedacht, ich kümmere mich mal so ein bisschen um eine Vorschau. Also eine Vorschau für, ja, was jetzt so ansteht für die nächste Zeit in Metal. Und da habe ich mir jetzt gedacht, so, ich mache das jetzt nicht so wie andere, weil andere können das sowieso viel besser als ich, so zu sagen, was dieses Jahr an neuen Alben rauskommt, zu sagen, was dieses Jahr für geile Festivals oder Konzerte anstehen. Dann, wie gesagt, das machen andere viel, viel besser als ich. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mich in meiner Vorschau dieses Mal so ein bisschen mit Vorhersagen beschäftige. Und deswegen habe ich jetzt mal fünf Vorhersagen zusammengestellt, die meiner Meinung nach auf die Metal-Szene in diesem Jahrzehnt, also für die 2020er, zutreffen werden. Das sind natürlich teilweise sehr, sehr, sehr steile Thesen, aber gut, es macht ja auch meistens ein bisschen Spaß, sich ein bisschen was Gedanken zu machen, ein bisschen zu Theorien aufzustellen und so weiter, ein bisschen darüber zu diskutieren. Wie gesagt, hat jetzt keinen Wahrheitsanspruch. Das ist jetzt auch alles nach einer kurzen Recherche entstanden. Ich habe jetzt keinen wissenschaftlichen Anspruch reingesteckt. Und entstanden ist das Ganze auch vor allen Dingen durch eine Inspirationsquelle. Das war ein Metal Injection Video, was ich mir letztens angeguckt habe aus dem Jahre 2012. Future of Metal. Und da haben sich verschiedene Journalisten, Label, Promoter, Mitarbeiter oder auch Bands, Musiker geäußert. Das war aus dem Jahre 2012, also auch schon, ja, also auch knapp 8 Jahre her, wie sich so in den nächsten 10 Jahren das Ganze entwickeln würde. Und das war eigentlich ganz interessant, fand ich das Video. Dort haben sie auch schon so ein paar Sachen gesagt, die auch so ungefähr so gekommen sind, wie diese Revival-Welle, dass die weitergegangen ist, dass die Genregrenzen sich teilweise nicht mehr so ganz klar definieren lassen, dass das alles ein bisschen aufgebrochen wird. Und auch andere Sachen haben jetzt noch nicht so ganz gestimmt, also dass jetzt Gothic Metal oder so groß wird. Sicherlich nicht, aber wenn man mit Gothic Metal da gemeint hat, Free Female Fronted Metal, dann war man vielleicht wiederum auch nicht so ganz falsch. Ist auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Manche Sachen lassen sich ganz gut vorhersagen, beziehungsweise von einer aktuellen Entwicklung ableiten. Andere Sachen sind ein bisschen schwieriger. Und ich habe mir gedacht, so, ja, das kannst du doch eigentlich auch mal selber machen und habe mir dazu jetzt, wie gesagt, fünf steile Thesen zusammengesucht oder ausgedacht, die ich euch mal kurz vortragen möchte und wie gesagt, über die man dann ja auch in den Kommentaren schön diskutieren kann. Kommen wir zur These Nummer 1. These Nummer 1 für die 2020er von mir ist, dass es das letzte Jahrzehnt der Nostalgiewelle sein wird. Wie gesagt, wir hatten es in den 2000ern, hat es eigentlich ja schon angefangen mit dieser ganzen Okkult-Rock-Bewegung, wo vor allen Dingen Sachen so Rockbands aus den 70ern oder so Musik aus den 70ern ein bisschen hochgekommen ist. Vor allen Dingen so im Stile von Coven, was dann so Bands aufgegriffen hatten wie hier Blood Ceremony oder auch Bluespills. Ganz stark, aber halt auch so Sachen wie Bonded by Blood oder so diese ganzen Thrash-Revival-Bands, Davidian, die diese Musik haben hochleben lassen. Und das ging dann in den 2010ern mit der logischen Entwicklung weiter, dass wir ein Oldschool-Death-Metal-Revival hatten, dass wir auch so ein Heavy-Metal-Revival hatten mit ganz vielen Bands, die so diesen frühen Heavy-Metal in New Wave British Heavy-Metal-Style ja, nachgelebt haben. Und ja, ich denke mal, das wird sich in den 2020ern auch erstmal fortsetzen. Da werden uns auch noch ein paar Sachen ins Haus stehen. Ich denke mal, dass so eine Gegenbewegung auch auf jeden Fall im Black Metal erscheinen wird. Wir haben ja im Black Metal in den letzten Jahren sehr viel verkopften, anspruchsvollen, ja, sagen wir mal, mit hohem Kunstanspruch in dichten Black Metal gehabt. Sehr atmosphärisch, sehr dicht, teilweise auch verkopft und auch sehr anspruchsvoll und dadurch auch sehr, sehr gut. Aber ich denke mal, dass es in den 2020ern auch viele Bands geben wird, die jetzt sagen werden, ja hier, sich vielleicht auch wieder so ein bisschen auf die 2000, auf die 90er, ja, 2000 auf die 90er beziehen werden, vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgehen auf die New Wave, die zweite Welle des Black Metals aus Norwegen, ein bisschen plakativer werden, weniger irgendwelche gnostischen und orthodoxen Themen singen werden, sondern eher wieder dieses Plakative, was vor allen Dingen aus Schweden halt damals sehr stark kommt, Nagelfar, Dark Funeral. Ja, vielleicht in diese Richtung gehen werden, so als Gegenbewegung dazu. Wie gesagt, ich habe da immer wieder, wenn ich mal so meine Sachen reingucke, die ich da so review, gibt es immer wieder Bands, die in letzter Zeit halt auch sehr stark in diese Norwegen-Richtung gehen, vielleicht auch beeinflusst durch die letzten Jahre oder letzten 2 Jahre entstandenen Hype von Lords of Chaos, wo der Film rauskam. Und sich auf einmal wieder sehr stark die Leute auch mit der Anfangszeit des
norwegischen Black Metals befasst haben. Könnte ich mir vorstellen, dass das wiederkommt. Muss nicht sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen langsam wieder so ein bisschen der Bock drauf da ist. Ebenfalls sehe ich das im Death Metal. Wie gesagt, auch da hatten wir jetzt auch sehr stark verwoben mit dem Black Metal eine sehr anspruchsvolle Zeit. Death Metal Bands, auch so wie Sulfe Ian oder Venenum oder auch Nekrosch Christos, also sehr düster, sehr schwarz, atmosphärisch, auch sehr stark dicht und ja, mit Themen, die abseits von jeder Plakativität sind und sehr, auch im ersten Blick sehr schwer zu erfassen sind, mit sehr, teilweise sehr spirituellen, okkulten und auch mythischen Themen. Und auch hier kann ich mir vorstellen, dass so ein, ja, ich merke es auch manchmal, dass viele Leute auch so ein bisschen auch von dem OSDM-Revival ein bisschen jetzt schon genervt waren. Ich habe letztens in den Kommentaren da wieder mich ein bisschen das unterhalten mit Leuten und auch geschrieben, ja, so Schweden, gerade dieser ganze Schweden, HM2-Sound geht den Leuten so ein bisschen auf den Nerv, vielleicht wieder ein bisschen mehr dieser amerikanische Sound. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht als so als Antwort auf diese ganze Oldschool-Death-Metal-Welle aus dem letzten Jahrzehnt, dass es vielleicht jetzt auch mal wieder so Zeit wird, oder dass sich jetzt die Leute sagen, okay, jetzt geht's wieder Richtung Brutal Death Metal oder vielleicht sogar diesen Groove Death Metal, ich weiß nie genau, wie ich ihn nennen soll, diesen Death Metal, den man in den frühen 2000ern hatte, so, ja, so Richtung In Arms of Devastation von Cataclysm oder auch, ja. Ja, so wie gesagt, es gab ja ganz, ganz viele Bands so aus den frühen 2000ern, gerade so im Untergrund, so von Sachen, so frühe Discreation-Sachen haben ja auch Disbelief gehen auch in die Richtung. Auch alte Sachen von Ill-Disposed. Also da gibt es vieles, was man nennen kann, dass vielleicht das wieder so ein bisschen größer wird. Kann man aber schwer absehen. Muss man halt mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich könnte mir aber vorstellen, wie gesagt, dass da so, ja, dass da noch wieder so ein Urge ist. Wo ich auch nicht gerade, ja, wo ich auch vielleicht ein bisschen am Überlegen bin, ist, was ist dann im, also das ist natürlich jetzt stark Untergrund geschuldet, was würde es dann sich dann in der, ja, in der Oberfläche eher tun? Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch so Sachen wie aus den 90ern, vielleicht auch dieser Crossover, dieses mit diesem Rage Against the Machine Sound, auch Alternative Metal, Live Agony Style, Grunge, Pearl Jam, Alice in Chains, dass sowas vielleicht auch wieder so ein bisschen ja, an Bedeutung gewinnt. Man weiß es nicht, ich kann es schwer sagen. Vielleicht auch Bands wie Clawfinger nochmal so in dem Stil so aufkommen. Mal gucken. Viele Leute, die damals jung waren, werden da dann so schon in ihren 40ern langsam sein. Hier entsteht dann wieder so eine Nostalgiewelle, die da das Ganze ein bisschen nach oben spült. Wie gesagt, kann man jetzt schwer absehen. Ich könnte es mir aber vorstellen. Wenn nicht in den 2020ern, dann wird es wahrscheinlich gar nicht mehr wiederkommen. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm, bin kein großer Fan von dieser Art. Aber na gut, mal schauen, was da passiert. Ist natürlich auch jetzt dann, aber das ist meine Prognose, um dir mal auf das, auf die Ausgangsthese zurückzukommen. Ich gehe schwer davon aus, dass es das letzte Jahrzehnt sein wird, wo wir uns damit beschäftigen werden, Dinge nochmal zu renovieren, wo nochmal Retrospektiven gemacht werden, weil. Ja, ich denke mal so, nach den frühen 2000ern ist dann aber auch Schluss. Danach fing das ja schon an, sehr viel auf Retro zu gehen. Und ja, da hatten wir auch so ein bisschen so den Leitcharakter die jeweiligen Jahrzehnte verloren. Und ich denke mal, was da fing es auch sehr noch, also die fing die Segmentierung und die Zersplitterung der einzelnen Szenen sehr stark an, ja, offensichtlich zu werden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es danach noch groß weitergehen wird und dass die Nostalgie über die 2020er hinaus ein Thema sein wird. Aber gut, man weiß ja nie. Mal schauen einfach. These Nummer 2. Der Fokus des Metals verschiebt sich. Und zwar geografisch. Was meine ich damit? Wir hatten ja jetzt, oder gerade ältere Metaler sind ja immer wieder überrascht, dass es halt auch Metal außerhalb von, ja, sagen wir mal, Europa und Amerika gibt. Viele, gut, also viele Jüngere oder viele Leute, die sich auch eher mit dem Metal beschäftigen, für die ist das jetzt nichts Dramatisches. Dass es Metal in Südamerika gibt, dass es Metal auch im vorderen asiatischen Raum in Fernost gibt oder auch sogar jetzt teilweise in Afrika. Für viele, die sich im Untergrund damit beschäftigen, auf jeden Fall was Normales. Aber ich würde mal sagen, es gibt noch genug Leute, für die das auch was Exotisches ist und für die das immer noch was Ungewöhnliches ist, dass wenn eine Band ja, aus Angola kommt und ja, dass sie Death Metal macht. Ich glaube, das wird sich aber in den 2020ern relativieren. Da wird das völlig normal sein, da dieser Exotenstatus von Bands aus, ja, aus Ländern, wo der Metal jetzt nicht in erster Linie beheimatet war, das wird weggehen. Das hat man ja schon ganz gut gemerkt. Die sogenannten Merging Markets, also so Schwellenländer, wo es jetzt auch mal mehr eine Mittelschicht entsteht, wo Menschen auch ein bisschen Geld haben, wo Jugendkulturen dadurch auch reifen können, wo es nicht mehr nur um das nackten Kampf ums den nackten Kampf ums Überleben geht. Da können sich dann auch solche Jugendkulturen herausbilden.
Und man hat ja auch gesehen, im Zuge des arabischen Frühlings im letzten Jahrzehnt, dass auch dort Rock oder auch da sogar schon Metal-Bands das ganz gut als ihre Art von als Form der Befreiung gesehen haben oder auch als Ausdruck des Protests. Natürlich Metal nicht alleine, da war auch jetzt Hip-Hop oder andere Rock oder sonstige Musik mit dabei, aber Metal ist auf dieser Welle mitgetragen worden. Und ich denke mal, das wird sicherlich nicht weggehen, das wird auch weitergehen, weil man merkt auch langsam, dass so ein paar Strukturen in diesen Ländern entsteht. Sei es jetzt auch hier in Indien zum Beispiel ganz prominent mit Transcending Obscurity Records, die einige coolen Sachen wie zum Beispiel auch Paganizer oder auch Officium Tristesse rausgebracht haben, da einige Sachen. Und auch hier aus Bangladesch gibt es sogar hier eine Promo-Firma, mit der ich ganz eng zusammenarbeite, Kaaba, ganz coole Sachen mal vorschlagen. Also ich glaube, dadurch, dass die Strukturen da mit Labels, Promotions und auch Konzerten und Festivals teilweise entstehen, gibt es auf jeden Fall da Chancen, dass der Metal auch dort ja, zur normalen Normalität wird und dadurch auch für uns keine exotische Sache mehr hat, keinen exotischen Touch mehr hat. Also ich glaube, gerade Indien und die Nachbarstaaten entsprechend sind da ganz großer Kandidat für, dass sich dort eine große Szene rausbindet. Und ich denke mal, es wird zwar jetzt keine ganz großen Bands mehr geben, so wie Metallica oder Iron Maiden, aber ich glaube, so lokal für diese Märkte stehen die eigentlich noch davor, noch vor ihrem Durchbruch. Und dass, so, dass wir vielleicht so eine Band haben werden, ja, die für den asiatischen Raum einen Iron Maiden-Status hat, die daherkommt, die könnte ich mir vorstellen, dass das in den 2020ern auf jeden Fall passieren wird. Mal schauen, wie sich halt die Musik entwickelt dort. Laut Spotify ist Metal ja die am schnellsten wachsende Musikrichtung der Welt, was ja auch vor allen Dingen gerade daran liegt, das ist jetzt nicht so stark Europa und Amerika, das ist vor allen Dingen Afrika, das ist vor allen Dingen Asien und auch Arabien. Und von daher glaube ich halt, ja, mit dem wachsenden Interesse dort, dass da einiges, dass da einiges an Musik drin ist im wahrsten Sinne des Wortes und dass sich da auf jeden Fall was tun wird im nächsten, also in diesem Jahrzehnt bis 2030 wird da wahrscheinlich Metal genauso normal sein wie hier. Es wird sich auch keiner mehr wundern, dass eine Band aus Indien oder auch aus, ja, aus der Türkei kommt. Das werden komplett normale Sachen werden. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Und das ist für mich die jungen Metaller bzw. der Nachwuchs in der Szene ist nicht mehr bereit, sich so stark oder wird sich nicht mehr so eng an die Szene binden lassen, wie das noch in anderen Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Was meine ich konkret damit? Fangen wir mal so an. Früher war es so, dass sich junge Leute sehr, sehr stark über Musik definiert haben. Das heißt, wenn man im gewissen Alter war, 12, 13 und so, ja, so angefangen hat, so nach sich selbst zu suchen, so die Identität zu schaffen, so Pubertätsfragen und so weiter, war es ganz normal, dass sich viele Menschen dann auch ja, in Subkulturen wiedergefunden haben. Das war ja, hat sich ja in den 80ern noch gerade um Metal und so weiter, war ja sehr stark, auch Punk und Hardcore. Das ging ja da auch schon so weit, dass man sich ja wirklich so weit abgegrenzt hat, dass man auch dann anderen halt auch auf die Fresse gehauen hat, wenn sie irgendwo waren und auf dem Konzert aufgetaucht sind. Das hat sich natürlich dann irgendwann, ja, das hat sich ja alles abgeschwächt im Laufe der Zeit. Aber das, ja, das war halt ein großes Thema. Ich glaube aber jetzt für die heutigen Generationen, wenn man auch mal so ein bisschen guckt, und wenn man ja mal auf die Schulhöfe guckt oder wenn man an den Bushaltestellen guckt, wo Schulbusse ja so ankommen, es gibt immer weniger Leute, die ihre Zugehörigkeit zu einer Subkultur auch nach außen tragen. Ich bin mir sicher, dass einige von denen auch Metal hören, aber es ist nicht mehr so krass der Fall, dass diese jungen Leute, die jetzt, keine Ahnung, 18, 19 sind oder auch Anfang 20, dass viele von denen das gar nicht mehr so nötig haben, ihren Metal-Lifestyle nach außen zu tragen. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Zum einen, weil es auch andere Ausdrucksformen gibt. Wir haben heutzutage Social Media, wir haben diese ganze Nerd-Culture, wir haben diese ganzen Gaming-Sachen. Es gibt also viele Wege, wo sich Leute ja, auf verschiedene Wege ausdrücken können oder auch ja, sozusagen ihrem Eskapismus frönen können, um sozusagen die Alltagsprobleme zu vergessen. Musik ist da nicht nur, die Musik ist da nicht mehr, sozusagen, hat nicht mehr das Monopol auf die Jugend, wie es das vielleicht früher noch der Fall war. Auch dieses, ja, ich sag mal so, durch diese ganzen Art, wie wir Musik konsumieren, dazu komme ich später auch nochmal, auch die ganze Art, wie wir Musik konsumieren, hat tatsächlich auch mit verändert. Weil, wenn ich dran denke, war das früher schon mal was Besonderes, wenn du ein Musikalbum hattest. Also es war halt auch für dich teuer, wenn du, keine Ahnung, 14, 15 warst, dann hat das auch schon wehgetan, 30 Mark oder 15 Euro in ein Album zu investieren und dann hattest du auch erstmal das und dann hast du das auch erstmal gehört. Jetzt mit Streaming, Spotify, YouTube und so weiter ist das ja nicht mehr der Fall. Also die Leute konsumieren Musik viel schneller und es ist auch
Ja, und auch aus viel mehr, aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, man kann auch mal sagen, okay, ich habe heute mal Lust, was anderes zu hören oder jemand anderes hat mir was empfohlen, dann höre ich auch mal in was Elektronisches rein. Und deswegen glaube ich halt, dass man sich schon mal so das gerade nimmt aus den verschiedenen Bereichen, was einem gut gefällt, aber dass man sich nicht mehr so festlegen muss auf eine einzige Sache. Das glaube ich auch, dass deswegen dann auch so Metaler, also gerade junge Metaler sagen so, ja, ich gehe zwar auf Metal-Konzerte oder ich mag zwar viele Metal-Bands, aber wenn ich als Kumpels, die ich übers Gaming kenne oder die, keine Ahnung, genauso, keine Ahnung, was genauso einer Nerd-Culture angehören wie ich, mit denen gehe ich dann auch mal auf ein Elektro-Event, wenn sie mir Bescheid sagen. Ich glaube, das ist nicht mehr so festgefahren, wie das noch vor 15 oder 10, 15 Jahren war. Ich glaube, das wird dann noch sehr, sehr stark steigen. Ich glaube, dieses es wird Menschen geben, die Metal konsumieren, aber es wird jetzt weniger Leute geben, die sich als ja, so Die-Hard-Metal-Heads oder als Hardcore-Metaller da definieren, sondern vielmehr so, wie man es vielleicht auch bei der Ernährung sagen würde, Flexitarier, die sagen, ich mag die Metal-Bands, aber ich mag auch das und das, vielleicht auch Hip-Hop-Album oder ich mag das bisschen was Elektronik, ich gehe auf ein Festival, aber ich gehe auch gerne, sag mal, ich gehe gerne auf Summer Breeze, aber ich gehe auch gerne auf Deichbrand, wo auch andere Sachen spielen. Ich glaube, das wird alles sehr viel mehr im Fluss sein, als das jetzt schon der Fall ist. Und es wird natürlich auch weiterhin Leute geben, die sich beinhart als Metaller sehen, aber ich denke mal, das wird der Anteil von Leuten, die man ja auf den ersten Blick nicht als Metaller identifizieren würde, der wird auf jeden Fall steigen im Vergleich zu denen, die es jetzt, ja, wie es aktuell ist. Kommen wir zu Nummer 4. CDs werden an Relevanz verlieren, aber sie werden nicht aussterben. Aktuell haben wir es ja schon, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht gerade die steilste These, die ich hier auf dem Blatt Papier habe, ist, weil momentan hat man schon viele Leute, die einfach sagen, ich habe gar kein CD-Rumlaufwerk daheim. Ich höre das immer wieder, ich höre das immer häufiger von Leuten, die sagen, hier, ich habe jemandem eine CD mitgebracht oder ich weiß nicht, ich bin ja Musiker, wenn ich jemandem ein Album teilweise gebe, die sagen, ja, also danke für das Album, aber ich habe gar keine Möglichkeit zu Hause. Ich habe keine Ahnung, was ich am Laptop ohne CD-ROM-Laufwerk, ich habe auch keinen CD-Player mehr. Im Auto verbinde ich auch nur noch alles über mein Handy. Ja, können gar nicht das Album abspielen, können es zwar ins Regal stellen, aber hören müssen es dann auf Spotify oder YouTube. Ich sag mal so, das ist im Metal natürlich noch nicht so. Im Metal sind die allermeisten Leute noch so, dass sie CDs sammeln, dass sie vor allen Dingen ja noch gerade noch konservativer sind und sagen, hier, ich möchte es analog haben, auf Vinyl oder auf Tape. Wisst ihr ja, Tape bin ich auch ein großer Fan von. Aber ich denke mal, die CD wird dazwischen vielleicht auch ihre Probleme kriegen. Sie wird weiter zurückgehen, auch in der Metal-Szene. Ich meine, zwar, man guckt, wenn man aktuell noch in die Albumcharts guckt, da hat man ja vor allen Dingen sehr viel Familienzeug, Kinderzeug, auch typische Boomer-Bands, wie man das so schön sagen kann, läuft Musik für Leute ab 50, aber halt auch Metal, weil Metaller halt noch sehr, sehr ja, loyal sind, was gegenüber CFD-Verkäufen angeht. Aber ich glaube, das wird runtergehen. Ich glaube, das wird fast, es wird immer mehr zur Normalität werden im Laufe dieses Jahrzehnts. Also der Anteil wird sehr stark steigen von Bands, die sagen, ich bringe die Sachen nur noch auf Vinyl raus oder ich bringe es nur auf Tape raus und gebe dazu einen Download-Code, damit Leute sich die MP3s oder die Sachen halt ziehen können. Trotzdem glaube ich trotz allem, dass das nicht komplett verschwinden wird. Die CD ist einfach an zu sehr etabliert in der Mittelszene, als dass sie schon in diesem Jahrzehnt verschwinden wird. Ich glaube auch, wenn keiner mehr sonst CDs kauft, wird, glaube ich, so mit neben dem, wahrscheinlich neben dem Schlager, dem Jazz, wird dann der Metal wahrscheinlich schon als letzten sein, die ja, ihre CDs kaufen werden, auch wenn es natürlich in diesem Jahrzehnt stark zurückgehen wird und wahrscheinlich Vinyl stärker an Bedeutung gewinnen wird. Das glaube, da muss man jetzt aber auch kein Prophet für sein, um das zu sagen. Was bedeutet das für Labels und Promoter? Labels und Promoter sehe ich ja immer noch als wichtig an. Selbst wenn jeder sein Zeug ins Internet stellen kann, ja, stellt halt jeder sein Zeug ins Internet, ne? Das ist halt wie inzwischen wie eine Flaschenpost. Man sitzt auf seiner kleinen Insel, schmeißt sein Album in einer Flasche gepresst in den Ozean und hofft, dass es bei irgendjemandem ankommt. Wenn das 3 Milliarden andere Menschen auch tun, dann ist ja halt ziemlich viel drin und die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst auffällt, relativ niedrig. Deswegen glaube ich, dass Labels und Promoter noch immer dahingehend wichtig sind, weil sie Connections haben. Sie haben Beziehungen, sie können PR-Netzwerke aufbauen, sie können einem also helfen, bekannt zu werden, sie können einem helfen, an Gigs, Touren und an Festivals ranzukommen. Ich glaube, das ist, also gerade dieses Ding Public Relations und Vermarktung, ich glaube, dafür sind Labels und Promoter in Zukunft auch immer noch wichtig und da werden sie auch auf jeden Fall, gerade für diejenigen, die halt wirklich Geld damit verdienen wollen, unverzichtbar in Zukunft. Auf der Independent-Seite, denke ich mal, wird aber noch wichtiger, als es jetzt ohnehin schon ist. Ich meine, es ist jetzt schon in der Metal-Szene, glaube ich, so das. Ja, der No-Brainer, sein Zeug auf Bandcamp zu stellen, weil die meisten Leute suchen einfach danach.
Auf Bandcamp kann man super toll die Sachen runterladen, bequem bestellen, Merchandise, man hat alles an einem Platz. Ist wirklich auch ein bisschen wie das alte MySpace, wie es noch vor 15 Jahren war, nur mit toll, mit viel besseren Komfort, Sachen, die man damals nicht hatte. Das ist jetzt hier auch kein Werbevideo, noch ein Sponsored und so von Bandcamp. Ich finde es persönlich auch sehr, sehr cool, das Tool und die Seite. Von daher glaube ich, dass das in Zukunft noch sehr viel stärker an Bedeutung gewinnen wird. Persönlich würde ich glauben, fehlt denen jetzt noch vielleicht noch eine Social-Komponente, dass wenn man sich da anmeldet, dass man vielleicht sich selbst auch noch eine Seite zusammenstellen kann und dass man auch mit einem Feed und so weiter. Wenn ich glaube, wenn sie das hätten, dann könnten sie da auf jeden Fall auch mit anderen sozialen Netzwerken konkurrieren. Aber ich glaube, das wollen sie auch gar nicht. Ich glaube, so wie es jetzt auch ist, ist es auch erstmal okay. Wird sich die 2020er zeigen, wohin sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, die werden noch größer werden. Kommen wir jetzt zum Punkt 5. Neue Metal-Stile, Fragezeichen. Das ist, glaube ich, so der Punkt, der am schwersten vorauszusagen ist. Wird es neue Metal-Stile geben? Werden sich ein komplett neue Genres ergeben? Werden sich neue Subgenres ergeben? Fangen wir mal so an. Komplett neue Genres? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Hatten wir jetzt in den 2010ern, würde ich fast sagen, eigentlich auch gar nicht. Was wäre ein neues Genre, was in den 2010ern entstanden ist? Also im Metal auf jeden Fall nichts. Also, wenn man jetzt so sagt, Djent oder so, ja, das ist vielleicht ein Subgenre und das ist auch, glaube ich, gab es auch schon Ende der 2000er. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, was es an großen, relevanten Genres gibt, ist eigentlich nichts entstanden. Es sind ein paar Sachen größer und bekannter geworden, die es schon in den 2000ern gab, aber wirklich in den 2010ern ist das nichts entstanden, was grundlegend neu war. So, da ist die Kamera wieder vollgelaufen. Ja, wie gesagt, hat sich nichts groß in den 2010ern jetzt an neuen Stilen entwickelt und auch an Subgenres war das bisher ja überschaubar. Das Größte, was mir so persönlich einfällt, ist dann auch der Black Metal. Post-Black Metal hat sich da sehr stark entwickelt. Hier auch so Bands wie Alcest und so. Dadurch entstanden vielleicht auch noch so andere, vielleicht davon abgeleitete Subgenres, vielleicht so ein bisschen Psychedelic Black Metal, wie so mit Nachtmystium so in den Anfang der Dekade. Oder halt auch ja, dieser Cascadian-Style, so Elende, Harakiri for the Sky, den es gegeben hat. Und daher glaube ich, dass das Black Metal da noch die größte Innovationskraft hat, neues Subgenre in den 2020ern zu liefern. Was das sein wird, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Vielleicht gibt es auch gar keins, keine Ahnung. Ich komme jetzt auch ganz woanders her. Ich meine, Synthwave war jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr groß. So, ach, für den, der es jetzt nicht weiß, Synthesizer-Musik der 80er Jahre, angelehnt an Soundtracks wie Blade Runner oder Scarface. Gab es dann auch so Bands wie zum Beispiel hier Midnight Danger, der schon sehr dieses Sleaze-artige Metal-Image hat. Oder auch Carpenter Brut, die ja zum Beispiel auch auf dem Soundbreeze aufgetreten sind. Insgesamt erfreut sich das Thema sowieso großer Beliebtheit in der Metal-Szene. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn einige Musiker da jetzt viel mehr versuchen, das vielleicht auch ein bisschen in ihre eigene Musik einzubauen und versuchen, einen Hybrid aus 80er Jahre Heavy Metal und Synthwave zu erschaffen. Mal schauen, was uns da erwartet in den nächsten Jahren. Generell kann man auch noch sagen, so das Thema Trap, Cloud Rap, das habe ich in einem anderen Video für die Recherche, die ich hier betrieben habe, angeschaut habe, hatte ich auch gesehen, dass dieses Thema in den USA gerade ganz groß ist. Das ist ja dieses Leute, die jetzt auf Soundcloud und so, diese Internet-Rapper sozusagen. Und davon gibt es halt auch einige, die aus dem Hardcore oder aus Metal kommen. Die treten dann teilweise auch mit Metal-T-Shirts auf, Behemoth, Darkthrone. Und da ist dann auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass das so ein bisschen auch in den Metal überschwappt. Und wo ich jetzt auch eben schon gesagt habe, so, dass vielleicht einige Sachen dann in diesem Jahrzehnt nochmal wiederkommen können. Wie gesagt, so Crossover, Rap-Metal, New Metal. Ich wünsche mir nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der Impetus ist, dass sich das wieder ein bisschen miteinander vermischt. Weiß ich nicht. Mal schauen. Vielleicht gibt es da in den 2020ern etwas wie, keine Ahnung, Trap Metal oder Cloud Metal, dass das alles so ein bisschen miteinander versucht zu vereinen. Würde mich auf jeden Fall nicht überraschen. Ja, ansonsten mal gucken. Vielleicht gibt es auch so Genres, die sich einfach aus einzelnen Bands heraus entwickeln. Ich meine, wir hatten ja jetzt so große Sachen wie Volbeat oder auch Ghost, die jetzt in den 2000ern oder 2010ern ganz groß waren, dass die auch im Radio gespielt wurden und so weiter. Könnte sein, dass sich da aus diesem Massenappeal heraus einige denken, so, sie wollen auch an diesem Kuchen ein bisschen teilhaben und dass dann so ähnliche Bands entstehen und daraus entsteht dann ein neues Genre. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, muss aber auch nicht sein. So, es gibt nämlich auch immer die Möglichkeit, dass da ganz, ganz andere Sachen passieren. Ich meine, es gibt ganz andere, es können irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen passieren, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Neue Technologien oder neue Medien können dann auch wieder hochkommen, die das ganze Thema nochmal komplett verändern und dadurch auch, ja,
vielleicht auch dadurch sich ganz neue Stile ergeben. Und auch generell alles, was ich eben gesagt habe, kann komplett verändert werden durch die Dinge, die in dieser Dekade passieren. Was ich gesagt habe, sind einfach nur Trends, die jetzt schon sozusagen zu sehen sind, die sich wahrscheinlich weiter fortsetzen werden. Aber was im Endeffekt Einfluss nehmen wird, bleibt dann auch davon abhängig, was einfach passiert. Welche großen Dinge in der Dekade passieren werden, die dann auch wirklich die Musik beeinflussen. Wie gesagt, das sind einfach nur fünf steile Thesen gewesen, die ich habe hier aufstellen wollen. Und die möchte ich halt auch gerne mit euch in den Kommentaren diskutieren. Wie gesagt, schreibt rein, was denkt ihr? Was haltet ihr von diesen Thesen? Haltet ihr für Quatsch? Habt ihr dazu eine eigene Meinung? Denkt ihr, das wird passieren? Denkt ihr, das wird was ganz anderes passieren? Schreibt eure Prognosen für dieses Musikjahrzehnt in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Antworten. So, gut, genug gelabert. Das reicht auch mal für heute. Ich war echt froh, mal wieder das erste Video 2020 mit euch hier durchgezogen zu haben, trotz Erkältung. Ich glaube, man hört es immer noch ein bisschen. Ich hoffe, es wird nächste Woche besser. So, ansonsten bedanke ich mich mal wieder bei euch. Wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt auch gerne auf Abonnieren und drückt die Glocke, wenn ihr Bock drauf habt. So, wie gesagt, zeigt dieses Video allen, die ihr kennt, auch eurem Oberstudienrat. Ich war Adrian, das war Tod gehört. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao. Habe ich jetzt aufgenommen? Ich glaube nicht. Oh shit. Nee. Das hat er nicht aufgenommen. Ich muss es nochmal machen, den letzten Teil.